Okay, so. Seien Sie da draußen vorsichtig. Ryder, das Schiff ist repariert und startklar. Mondschein und Blick. Ich bin mir sogar sicher. Dann bringen Sie... Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ich weiß, wir müssen improvisieren, aber wir sollten trotzdem nicht vergessen, dass es ein Pathfinder-Team-Protokoll gibt. Echt? Ich glaube, das Handbuch habe ich nicht bekommen. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jaul hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jaul. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns, also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Kett in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Kett entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Kett kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Phoebe recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jaul. Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jaul hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Vold. Vor der Geißelkatastrophe war Vold ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Kett. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havare ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns. Oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jaul will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Lassen Sie mir etwas Zeit, unsere Optionen abzuwägen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir werden bereit sein. Jaul, geben Sie Kello die NAV-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Ja. Immer noch meine ersten Eindrücke, aber schon ihre Körpersprache ist so emotional. Ich kann meine erste Sitzung.
Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Und die Wasserfälle. Genau wie auf Sir Cash. Anomalie auf den Sensoren. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Den Sensoren. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden.
Jetzt gebe ich trotzdem nicht aus. Ich schicke Ihnen den Navpunkt für DARPA Lav. Das Team der Moschai sollte dort sein. Es war früher eine angaranische Stadt. Es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen gefahrlosen Anflug. Anomalie auf den Sensoren. Etwas Großes. Möglicherweise feindlich. Leite Ausweichmanöver ein. Moment, ich glaube nicht, dass das... Also, sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen. Ich bringe uns rein. So, schöne neue Welt. Und wieder die Drachen. Warum kann ich die Pflanzen nicht scannen? Das sind doch alles unbekannte Pflanzen. Ryder, wir treffen uns in DARPA Lab. Das ist doch mal ein Planet nach meinem Geschmack. Wenn es hier ein funktionierendes Gewölbe gibt, frage ich mich, wieso es auf der Karte auf Eos nicht angezeigt wurde. Das ist eine gute Frage, warum es nicht angezeigt wurde. Ja. Nicht recht, Jaw. Es ist riskant, einen Fremden auf Havarl herumlaufen zu lassen. Sie kennen die Gefahr. Ich hatte ja angeboten, ihn zu begleiten, aber er will meine Hilfe nicht. Ich habe den Hinweis gehört, dass Sie hier draußen sind, aber ich war nicht darauf vorbereitet, Sie persönlich zu treffen. Mein Name ist Ryder. Ich gehöre zur Andromeda-Initiative. Es heißt, Sie wollen uns helfen. Ich frage mich, was Sie wohl so alles tun würden. Ich bin bereit zu beweisen, dass meine Leute gute Verbündete sind. Eine starke Aussage, die aber meine Frage nicht beantwortet. Mein Name ist Rochelle Veer. Ich bin Archäoastronomin. Ich durchsuche unsere alten kulturellen Aufzeichnungen auf astronomische Phänomene. Ich setze das verlorene Wissen früherer Zeiten wieder zusammen. Ich will unentdeckte Kolonien finden, mit denen wir den Kontakt verloren haben. Potenzielle Verbündete gegen Dekett. Sie denken, dass es Angara-Welten gibt, von denen Sie nichts wissen? Genau das wollte ich herausfinden. Und dann passierte diese Katastrophe, als ich gerade nicht da war. Ich dachte, mein Zuhause und damit meine gesamte Forschung wären zerstört. Aber dann habe ich erfahren, dass ein Teil des Gebäudes noch steht. Ich wollte meine Forschungsdaten rausholen, aber die wilden Tiere lassen mich nicht in die Nähe meiner alten Wohnung. Ich nehme an, Ihre Hausgäste gehören eher zur hungrigen Sorte.
Das Gebäude ist jetzt eine Brutstätte für Insekten und Raubtiere. Es sind zu viele, um sich ihnen alleine zu stellen. Ihre Arbeit ist zu wichtig, um sie aufzugeben. Wir holen sie zurück. Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Holen Sie einfach mein Forschungsmaterial aus dem Computer. Ich halte über Funk Kontakt zu Ihnen. Danke für Ihre Hilfe. Das sind Sie? Die aus dieser anderen Galaxie? Ja. Ryder, Kieran Dahls, leitende Wissenschaftlerin in DARPA Lab. Als Vertreter der Andromeda-Initiative fühle ich mich geehrt, Sie kennenzulernen. Sind die alle so förmlich? Ich glaube nicht. Wo ist der Rest des Teams? Ryder hat Erfahrung mit den Relikten. Wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen. Haben Sie es noch nicht gehört? Bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schiefgegangen. Sie sind in einer Art Relikt-Stase-Feld gefangen. Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktionen. Sind Sie noch am Leben? Ihre Vitalwerte sind stabil und ihre neuralen Muster ähneln denjenigen von Personen im Tiefschlaf. Wir haben sie verschiedenen Stimuli ausgesetzt und ihnen Kichari injiziert, aber nichts hat funktioniert. Lassen Sie es Ryder versuchen. Er hat mit Relikttechnologie in einem Gewölbe interagiert. Oder zumindest behauptet er das. In einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul. Aber gut. Wenn Sie denken, das Alien könnte uns helfen, werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen. Der Monolith ist nicht weit von hier. Tun Sie, was Sie können, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was die Stase ausgelöst hat. Es könnte also erneut geschehen. Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht begleiten soll? Ich halte es für keine gute Idee, wenn Sie sich ohne einen Angara an Ihrer Seite in angaranischem Gebiet aufhalten. Ich kenne Haval. Außerdem laufen sie ohnehin schon Gefahr, ohne jede Vorwarnung von Rokar erschossen zu werden. Da hat er nicht ganz Unrecht. Ich werde nochmal darüber nachdenken. Falls ich meine Meinung ändere, gebe ich Ihnen Bescheid. Danke. Erzählen Sie mir mehr über Haval. Unsere Chroniken deuten darauf hin, dass Haval die Heimatwelt der Angara ist. Wir haben hier eine Zivilisation aufgebaut, die sich anschließend über den gesamten Cluster ausbreitete. Dann kam die Geißel und hat das alles zerstört. Es hat gedauert, aber wir haben uns davon erholt. Ich muss gehen. Wir unterhalten uns später weiter. Natürlich. Ich werde hier sein. Ja, die haben die gleichen Probleme wie wir mit dem Cut. So, okay. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Okay, nehmen wir den mit, wa?
uns das Auto. Na gut, dann müssen wir laufen. Pathfinder, hier spricht Rachel Veer. Sie nähern sich den Überresten meines Hauses. Ich registriere mehrere Lebensformen in dem Bereich. Ihre Bewegungen wirken unruhig und aufgeregt. Ich glaube, wir haben ein Nest aufgescheucht. Einer weniger. Pathfinder. Der Datenkern des Computers ist irreparabel beschädigt. Rachel, hier Ryder. Wir sind in Ihrem alten Zuhause, aber Ihre Forschungsdaten haben nicht überlebt. Die ganze Mühe und das Risiko umsonst. Tut mir leid. Es war das Risiko wert. Wir hatten einfach nur Pech. Jahre meines Lebens. Einfach dahin. Hatten Sie keine Backups? Doch, natürlich. Aber die wurden zusammen mit dem Netzwerkspeicherzentrum der Stadt unter der Erde begraben. Selbst wenn sie einen Zugang an der Oberfläche finden würden, wären die Chancen, etwas zu retten, minimal. Gute Wissenschaftler geben erst auf, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind. Wenn Sie bereit sind, weiterzumachen, bin ich es auch. Ich kann Sie grob in die Richtung führen, wo das Netzwerkspeicherzentrum früher war. Sie müssen nach einem freiliegenden Netzwerkknoten suchen. Ich warte. Danke, Pathfinder. Hm.
Da hinten läuft ein Knotenpunkt lang. Pathfinder, ich habe Energiewerte geortet, die zu einem aktiven Netzwerkknoten passen. Auf der Oberfläche? Das werden wir herausfinden. Das war's alles.
Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Netzwerkverbindung wurde hergestellt. Ich melde mich an. Suche. Ich habe sie gefunden. Die Forschungsdateien werden heruntergeladen. Und... das war's! Sie haben es geschafft!